Let's Play Metal Gear Solid 4 geht in die dritte Runde. Wir haben es immer noch den 15. September, entschuldigt. Das Video wird am 16. September hochgeladen, dafür werde ich sorgen, trotz Spätdienst und wenig Zeit. Aber es gibt so eine kleine Sache, weswegen ich einfach noch weiterspielen muss, weil sonst werde ich das vergessen. Nämlich, ihr habt es doch schon gemerkt, ich weise jetzt mal auf Part 1 zurück. Was habe ich da gemacht? Ganz einfach. Ich habe zwei Munitionspakete von meinem Gewehr niedergeschossen. Und, wie ihr dann unschwer erkennen könnt... Moment. So. Wie ihr, Moment, unschwer erkennen könnt, habe ich jetzt zwei Magazine. Die dürften mir bei dieser Stelle helfen, um möglichst unbemerkt an diesen zwei Wachen vorbeizukommen. Und genau das ist mein Ziel. Erstmal ein bisschen... Ah, dieser Camo-Suit, müsst ihr wissen, der ist der ist ziemlich geil einfach. Man nimmt einfach den Muster von allen an, was man, worauf man ist. Und wer Metal Gear Online gespielt hat, wird wissen, wie sehr man damit getarnt ist, wenn man Snake spielt oder gegen Snake spielt. Verdammt, ich habe zu lange gequatscht. Ich wollte es eigentlich möglichst noch schaffen, bevor diese Wichser da auftauchen. Fails vorprogrammiert, sage ich nur. Haben wir hier dann irgendwas? Dann kann ich mich hier in Ruhe umsehen, wenn die sowieso schon da sind. In this war, neither side is your enemy. There's no point whatsoever in you getting into a fight. Got it? Was ist das nochmal? Ach so, Kompressor. Yay. So, das wird kniffliger. Ich versuche ja möglichst an, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ich versuche möglichst stealthy an allen vorbeizukommen, also unbemerkt. Und zwecks dessen muss ich natürlich auch eigentlich meinen... Habe ich gar nicht. Wenn ich hier lang gehe, nach rechts, sollte ich eigentlich Probleme haben. Aufpassen, dass mich dieser Panzer nicht erwischt. Ah, das wird aber ein kleines Problem darstellen. Ah, renn, renn, so schnell du kannst! Oh Mann, ich dachte schon, der hat mich entdeckt. Der hat genau... Der zielt genau hier hin! Okay, ich gehe dann doch mal hier rein. Hier war auch ein Schleichweg, genau. Was habe ich? Ich habe nichts außer meine Magazine und mein Messer. Hm. So. Okay, zwei Stück. Und da hinten noch einer. Was mache ich also? Tja, das lief ja super. Versuchen wir es trotzdem möglichst ohne Leute zu killen. Da. Boah, das ist ein Fail. Das ist ein Mega-Fail. Alter. Scheiß Granate. Du Bastard, was hast du vor? Hm? Von wo? Oh, fuck. Schon wieder ein Giga-Fail. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl, als zu schießen. Das ist sehr sneaky. Oder... Muss ich versuchen durchzurushen. Gott, das war nicht so geplant, aber ich will möglichst niemanden töten. Das war ein Giga-Fail.
Geht jetzt noch in die zweite Runde. Ausweichen. Jetzt habe ich meine Ration schon verbraucht. Habe ich irgendein Lied? Nichts Wirkliches. Lass mal noch die Originalmusik an. Hä? Das ist doch nicht wahr! Von wo? Och, der da! Ich hab gefailt, Leute. Ich glaube, ich werde sterben. Angriffsmöglichkeiten, die man hier hat, sind auch geil. Ja, ich weiß, mein Stress ist ziemlich hoch auf 80%. Aber was soll ich machen? Ich muss von diesem scheiß Alarm und allem wegkommen. Leute! Was sollte ich anders tun, wenn die sowieso schon gegen mich stoßen? Oh, den habe ich verdient. Fäden? Warum habe ich Fäden? Oh, Leute, wie genial, ey. Nein, sowas von gar nicht. Ich schäme mich für diese Leistung. Aber jetzt kann ich wenigstens in dieses Gebiet starten, ohne gleich schon Alarmbereitschaft zu haben von denen. Was du nicht sagst. You can pick up guns dropped by both the militia and the PMC. Remember the PMC. Nein, doch nicht so. You can't use them. If only there was some way to get rid of the locks. Wer war denn das jetzt? Mann, wo sind die denn? Hä? Das verstehe. Es gibt nur einen Weg, mich zu verschanzen. Die eigentlich nur von einer Seite kommen. Wenn sie kommen. Ich war auch schon mal besser in dem Spiel. Hören wir uns was anderes an. Geilste Musik ever. Ich kann gar nicht sehen, wo die sind. Ich glaube, ich weiß, worauf es hinauslaufen wird. Ne? Nur meine Einbildung? Ne. Die Musik dazu. Wie geil. Ups.